Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Es gibt ein DLC, und zwar so Two Colonels. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Ist Anna, meine Tochter. heute erst In rausgekommen. dem Jahr, das wir unterwegs verbracht haben, konnte ich nachdenken. Respekt, Verantwortung, Pflichten. Das alles bedeutet nichts verglichen mit dem, was wichtig ist. Meine Familie. Du. Tut mir leid, dass ich das erst jetzt begriffen habe. Falls nötig, werde ich diesen schneebedeckten Friedhof mit einem Sieb absuchen, um das Heilmittel zu finden. Was Artyom betrifft, er fühlt sich schuldig. Er will es wieder gut machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass ihn das nicht das Leben kostet. Der wichtige Teil ist, dass ich wieder in der Metro bin und mich hier kein Mutant aufhalten kann. Mit der Strahlung an der Oberfläche ist das allerdings anders. Ehrlich gesagt dachte ich, dass der Weg hinein für mich ein Himmelfahrtskommando sei. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz, mehr kann ich nicht sagen. Aber jetzt haben wir beide, dank des grünen Zeugs, das Kyrill uns gegeben hat, eine Chance, das Ziel zu erreichen und zu überleben. Also, Gefreiter, Artyom ist gegangen. Und ich sollte jetzt besser auch aufbrechen. Aber was ist mit mir, Herr Oberst? Du bleibst hier. Ich teile dich hiermit zum Funkdienst ein. Jemand muss die Operation koordinieren. Kommst du mit der Verantwortung klar? Ja, Herr Oberst, das kann ich. Gut. Übrigens, Gefreiter, wie habt ihr hier vor den Unruhen gelebt, als es noch genug grünes Zeug gab, um herumzulaufen? Es war ganz gut. Aber mein Vater war immer im Einsatz oder auf Patrouille. Also, hast du ihn kaum gesehen? Oh, nein. Papa gab sein Bestes, früh heimzukommen. Insbesondere in den Ferien. Wir waren sogar letzten Silvester zusammen. 20.08.2019. Herr Oberst, der Typ von der Wartung bat mich, Sie daran zu erinnern, den ganzen Schleim an den Pumpen zu verbrennen, sobald Sie dorthin kommen. Der Schleim ist so gut wie erledigt. Oberst Kleppnikow nimmt den Flammenwerfer persönlich in die Hand. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo ist der Flammenwerfer? Oh. Ja, bitte, Herr Oberst. Aber er ist ziemlich schwer. Ich weiß. Steht er unter Druck? Sollte er. Ich würde es aber nachprüfen. Der Griff ist an der Seite und ein-, zweimal pumpen, falls nötig. Immer muss man alles selber machen. Also gut, ich bin dann mal weg. Macht ihr dem Schleim auch die Hölle heiß? Wird erledigt, Herr Oberst. Was machen wir? Halt und Beinbruch. Na ja, Budowa. Mindestens. Ja, danke. Yeah. So. Dann geht's halt wieder weiter. Wie war Licht? Oh Gott. Das ist schon so lange her. Sorry, Leute. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt hier erwartet. Verdammt! Das Ding ist riesig! Erle an alle Gruppen! Ich habe gerade einen ausgewachsenen Wurm gesehen. Passt also auf! Wo? Erle, hier spricht Rot 1. Verstanden. Rot 2, verstanden. Rot 3, verstanden, Herr Oberst. Gut. Hey, Licht, warum geht kein Licht? Licht war mit. Oh, F, glaube ich, hoffe ich. Achso, muss ich mich hier durchbrennen, wa? Weiß nicht, wie viel Schaden das macht, deswegen behalte ich mich nochmal im Hintergrund.
Die Grafik sowie das Tessellation soll auch schicker geworden sein, jetzt habe ich gesehen. Ich bin sehr gespannt. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz vorsichtig. Da ist was. Ich bin jetzt, wie gesagt, erstmal noch mal vorsichtiger. Alter Schwede. Anti-Lasing ist natürlich auf Ultra. Ganz klar. So. Ah, jetzt haben wir schon mal das erste gefunden, das ist sehr gut. Das heißt also, hier gibt es wieder einige. Ihr könnt es euch gerne durchlesen. Okay, braucht nicht scrollen, macht Pause und dann könnt ihr das lesen. Darf nichts vergessen. Oh. Okay. Das ist cool, wenn es macht, wenn es falls brennt. Ist geil. Schildgenerator. Okay. Weil das da steht? Das ist aber kein Schild. Oh Gott, ist das dunkel. Schick. So, ja. Plan der... Ach nein, das ist mein Feuerzeug. Ach du schöne Sache. Okay, das ist also mein Feuerzeug. Klick. Ich laufe mal trotzdem erstmal kurz nochmal nach hier. Oh. Okay. Der erste Tank scheint leer zu sein. Da müssen wir, denke ich mal, nicht lang. So. Oh Gott. So.
Die kann ich bestimmt aufmachen, genau. Und jetzt sind... Oh, ist das heftig. Die Waffe scheint aber ziemlich lang zu sein. Schon wieder leer! Oh oh. Ach, okay. Macht immer wieder aus. Alter Schwede. Wieder leer! Kann doch nicht sein! Egal, wir finden eigentlich recht gut. Wieder alles. Immer schön. Ah gut, das Feuer sieht gleich verpixelt aus, habe ich das Gefühl. Ach cool, da ist sogar... Mit nichts. Er hat nichts. Schade. Kein Tagebuch. Kein gar nichts. Hätte ich auch nicht reingehen brauchen. Sehr gut. So. Zack, haben wir uns wieder an. Weg hier durch, gebahnt. Hey Jules, Hilfe, ja. Das sollst du machen, wenn du nicht pusten. So. So, ich darf hier jetzt nichts vergessen. Vor allem wegen, schon alleine wegen den Tagebüchern. Ups. Ich hab das... Ja. Hä? Okay, es lädt. Ach du große Gott.
Ach du großer Gott. So. Ja, auch nicht irgendwie komischerweise. Sonst hätte ich mich hier, wenn ich jetzt. Moment. Also, lang kann es jetzt sicher sein. Da. Minipack mit Q, genau. Wenn ich Q drücke hier. Jetzt geht's. Okay. Es kann sein, dass ich aus Versehen E gedrückt habe die ganze Zeit. Also habe ich nichts gesagt. Alles gut. Ich hoffe nur sehr stark, dass ich kein Tagebuch vergesse. Aufpumpen. So. Muss alles weggebrannt werden, scheinbar. Und die Viecher machen ganz schön viel Schaden. Suchen Sie das Ventil und drehen Sie das Wasser ab. Verstanden, Erle. Erle, Rot 3 hier. Ich habe das Ventil gefunden und fahre wie geplant fort. Gut gemacht, Rot 3. Hat Rot 3 gut gemacht. Muss ich auch sagen. Aber wir spielen, glaube ich, gerade nicht Atium. Kann das sein? Oh. Oh. Das war die falsche Taste, glaube ich. Aber ich glaube, es ging nur R gedrückt halten. Ah, geil. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Sprit ich noch habe. Es steht auch irgendwie nirgendwo. Ah, jetzt muss ich doch ins Wasser? Muss ich ins Wasser? Oder habe ich irgendwas übersehen? Geh schnell. Komm schon. Ach gut. Ah, sehr gut. Nee. Ach nein, hier war noch einer. Hier ist noch mehr.
Muss ich jetzt hier drüber klettern? Ach, du großer Gott. Ach, hier, da, Leiter. Oh, ich kann es auch so anzünden. Hätte ich das mal vorher gewusst, das wäre um einiges geiler gewesen. Aber man lernt ja nie aus. Oh, jetzt passiert noch was. Und? Echt nicht? Ne, das kann ich nicht. Naja. Er hat mich immer nicht getroffen. Ach nein. So. Ach, da unten. Ah, können wir jetzt hier die Waffe aufwerten? Oh ja, reinigen auf jeden Fall. Sehr gut. Achso, jetzt runter. Mit der Maus. Sehr schön. Oh ja. Und natürlich, was machen wir jetzt? Nochmal reinigen. Also, das geht jetzt wieder sehr schnell. Waffenschmied. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt. So. Können wir herstellen mit E. Ist auch voll. Oh, das war falsch. Tabulator. Oh ja. Geht, muss ich sagen, ein kleines bisschen schnell, aber ist nicht weiter schlimm. Sehr genau. Okay. Ach so, hier hinten. So, aber Moment. Da muss ich jetzt noch mal hier rein. Auch nichts. Was ist denn los mit denen? Können doch nicht mit nichts. Also ich hatte Öl brennt, aber nicht in diesem Spiel. Ah! Jawohl. Gut. Ich sammle das jetzt hier noch auf. Ihr könnt das noch mal lesen. So. Ach Gott sei Dank, wir haben beide gefunden. Oh, schön. Das freut mich wieder sehr. So, ihr könnt Pause drücken. Und noch mal Pause drücken. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da nach oben und schreibt in die Kommentare, wie euch das neue DLC gefällt. Und vor allem mein Video. Tschüss.